Radio Oberlausitz International. Sie haben sicher schon von Nauen gehört, der weltbekannten Sendestation, die Telefunken traut hat. Als Resultat 30-jähriger Entwicklungs- und Forschungsarbeit stehe ich heute als Ihr Nauen vor Ihnen. Ich unterhalte Sie, ob der Rundfunk sendet oder schweigt. Aber einen Gefallen müssen Sie mir tun. Hängen Sie mich an eine gute Antenne. Eine Telefunken-Silberantenne ist mir das Liebste. Dann werde ich Ihnen beim Rundfunkempfang keine Störungen wiedergeben und Ihnen vollendeten Genuss vermitteln. Und dann, gestatten Sie mir das, möchte ich Ihnen noch eine Schwäche von mir verraten, die ich genau wie jeder Künstler habe. Ich bin im Künstlerischen anspruchsvoll. Ich gebe gern nur gute Musik wieder. Am liebsten Telefunken-Schallplatten. Sie müssen wissen, der Telefunken-Supernauen und Telefunken-Schallplatten sind füreinander geschaffen. Im Zusammenspiel verdoppeln sie große Eigenschaften. Radio Oberlausitz International. Die Großfunkstelle Nauen ist die älteste noch bestehende Sendeanlage der Welt. Sie wurde am 1. April 1906 von Telefunkeningenieur Richard Hirsch ins Leben gerufen, indem er nördlich von Nauen vom Fritz Sturze ein 40 Hektar großes Grundstück pachtete. Die heutigen Sendeantennen wurden 1964 und 1997 fertiggestellt und sind 70 Meter und 80,5 Meter hoch. Die Station diente bis 2011 der Ausstrahlung des Programms der Deutschen Welle über Kurzwelle. Von 1995 bis 1997 wurde in Nauen eine neue Antennenanlage errichtet. Sie besteht aus 4 drehbaren Kurzwellenantennen der Firma Tomcast, heute Tomcast Broadcast GmbH in Schifferstadt, und 4 500 Kilowatt Sendern, die von der Firma Telefunken Sendertechnik, heute Transradio Sendersysteme Berlin, gefertigt wurden und bis auf die Endstufe volltransistorisiert sind. Als Besonderheit stehen die drehbaren Antennen auf dem Dach des Sendergebäudes und erlauben unlimitierte Rotation in alle Richtungen. Die Energieübertragung erfolgt dabei mittels Schleifringen. 2 der 4 Antennen haben ein umschaltbares Vertikaldiagramm für unterschiedlich weit entfernte Zielgebiete. Zur Geschichte der Großfunkstelle Nauen wäre noch einiges zu erwähnen. Fangen wir an mit dem Jahr 1906. Am 9. August 1906 wurde der Probebetrieb und am 16. August 1906 der operative Betrieb als Versuchsstation von Telefunken aufgenommen. Als Sendemast diente ein 100 Meter hoher, gegen Erde isolierter Stahlfachwerkmast, der eine Schirmantenne trug. Als Sender wurden Knallfunkensender verwendet. Da die Station über keinen Stromanschluss verfügte, wurde im Sendergebäude, einem leichten Fachwerkhaus, eine Lokomobile mit einer Leistung von 35 PS aufgestellt, welches einen 50 Hertz Wechselstromgenerator mit 24 kVA Leistung antrieb. Bereits bei den ersten Funkversuchen wurden die Signale Nauens von den Stationen in Norddeich, ca. 300 Kilometer, und St. Petersburg, ca. 1300 Kilometer empfangen. 1909 wurden als Sender Löschfunkensender installiert. Mit ihnen konnten Reichweiten von 5000 Kilometer erzielt werden. 1911 gelang erstmals eine Funkverbindung mit der Funkstation Carmina in der damaligen deutschen Kolonie Togo. Im gleichen Jahr wurde auch der Antennenmast auf 200 Meter Höhe aufgestockt. Allerdings wurde dieser Mast durch einen Sturm am 31. März 1912 zerstört. Er wurde durch eine Antenne ersetzt, die zwischen 2 120 Meter hohen Masten gespannt war. Ende 1912 wurde diese wiederum durch eine von 5 Masten getragene L-Antenne mit V-förmigen Grundriss ersetzt. 1913 war in Nauen der erste Maschinensender installiert worden. Er arbeitete mit Frequenzverdopplung nach dem System ARCO. Am 10. Februar 1914 wurde eine 1037 Meter lange, von einem 260 Meter hohen und 2 je 120 Meter hohen Masten getragene L-Antenne installiert. Zeitgleich erhielt die Station ein neues Sendergebäude.
Mit Beginn des Ersten Weltkriegs unterstand die Station der kaiserlichen Admiralität und bekam eine große Bedeutung, denn die nach Deutschland führenden Überseekabel waren von den gegnerischen Staaten unterbrochen worden. Von Nauen erreichte die Nachricht vom Kriegsausbruch die deutschen Kolonien, die wiederum zahlreiche deutsche Handelsschiffe warnten. 1916 erfolgte auf Drängen von Hans Bredow, damaliger Telefunkendirektor und späterer Reichsrundfunkkommissar, der Ausbau der Station. So wurde die Antennenanlage enorm vergrößert und weitere Hochfrequenzmaschinensender aufgestellt. Von 1918 bis 1931 gehörte die Anlage zur Transradio AG. 1920 bekam die bis dato fertiggestellte Hauptantenne der Station, welche von zwei 260 Meter und von vier 125 Meter hohen Masten getragen wurden, beachtliche Ausmaße. Sie erstreckte sich über eine Länge von 2484 Metern. Im rechten Winkel zu dieser gab es noch eine kleinere Antenne, die von drei Masten getragen wurde, von denen einer wie ein Freileitungsmast aussah. Außerdem wurde 1920 das von Hermann Muthesius gestaltete neue Sendegebäude, der charakteristische Muthesius-Bau, errichtet. Die modernisierte Sendestelle wurde am 29. September 1920 durch Reichspräsident Friedrich Ebert eingeweiht. Dazu erschien eine Festschrift und ein Führer durch die Station. 1923 wurde in Nauen der letzte Maschinensender aufgestellt. Ab 1924 folgten Kurzwellensender. Am 1. Januar 1932 übernahm die Deutsche Reichspost die Station. Obwohl in den 1930er Jahren schon längst Röhrensender Stand der Technik waren, wurden die Maschinensender 1937 noch modernisiert. Im Zweiten Weltkrieg dienten die Längstwellensender der Station hauptsächlich zur Übermittlung von Befehlen an getauchte U-Boote. Die Station, die den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstand, unterlag ab Ende Mai 1945 der Demontage durch die sowjetischen Besatzungsmächte. Alle technischen Einrichtungen wurden abgebaut und die Masten der Station gesprengt. Ob und wo die demontierten Maschinensender in der Sowjetunion zum Einsatz kamen, ist nicht bekannt. Ursprünglich sollte auch der 1920 errichtete Muthesius-Bau gesprengt werden. Doch konnte dies durch gezielte Überzeugungskraft verhindert werden. Bis 1955 herrschte Funkstille in Nauen und das Gebäude wurde als Kartoffellager genutzt. 1955 begann man in Nauen mit dem Aufbau von Kurzwellensendern, erst für diplomatische Kontakte, ab 1958 auch für den Auslandsrundfunk. Als Sendeantennen wurden zunächst 39 Rhombusantennen errichtet. Im Jahr 1964 errichtete man am Dechtower Damm 66 eine der ersten drehbaren Kurzwellenantennen. Die noch heute existierende Antenne hat eine Höhe von 70 Metern. Sie verfügt über zwei Antennenfelder von 40 Tonnen und 70 Tonnen Masse. 1972 wurde in der Nähe dieser Antenne eine Vorhangantenne errichtet und weitere Sender in Betrieb genommen. Nach der deutschen Wiedervereinigung ging die Anlage in Nauen an die Deutsche Bundespost über. Es wurden alle Sender und Antennen, die nicht dem Kurzwellenrundfunk dienten, abgeschaltet und demontiert. Von 1995 bis 1997 wurde die jetzige neue Anlage errichtet. Radio Oberlausitz International. Telefunken war stets auch Pionier in der Entwicklung neuer und richtungsweisender Sendertechnik. Endkontrolle in der Messkabine. Ein Spezialempfänger aus dem Kleingeräteprogramm. Vor Jahren schon musste seine Fertigung eingestellt werden. Auch Überwachungsanlagen für Sendestationen wurden nicht mehr gebaut. Als ich bei Telefunken in Berlin meine Lehre antrat, war mein Vertrauen in die Weltfirma groß. Als Elektromechaniker erhielt ich meine erste Stelle in der Fertigung von Tonbandgeräten. Das Werk in der Schwedenstraße gibt es schon lange nicht mehr. An der damaligen Ingenieurschule Beuth konnte man abends Elektromaschinenbau studieren. 4 Jahre später hatte ich mein Examen und
eine Anstellung im neuen Senderwerk in der Sickingenstraße. Als Konstrukteur wuchs ich in das spannende Fachgebiet von Telefunken hinein und Telefunken wurde für mich die Firma. Dieses Bewusstsein hatten auch viele meiner Kollegen. Aber das nicht allein. Telefunken Radio Nummer 10. Gebaut wurde das Radio 1926. Da hatte sich der junge Rundfunk schon die Welt erobert. Doch bis zu seiner Entstehung waren Jahrzehnte Funkgeschichte vergangen. Funkgeschichte, die in Europa ihren Ursprung hatte. England 1897. Der Italiener Guglielmo Marconi, Erfinder der drahtlosen Funkentelegraphie, ließ diese in England patentieren und führte dort seine ersten Funkversuche der Öffentlichkeit vor. Eine Sensation, die großes Interesse auch beim deutschen Kaiser weckte. Ein Regierungsersuchen an Marconi, worin man die Verwertbarkeit seiner Erfindung für Deutschland zu ergründen wünschte, wurde positiv beantwortet. Von der Königlich-Technischen Hochschule Berlin schickte man den Physiker Professor Adolf Slaby nach England, der an Marconis Versuchen sogar teilnehmen durfte. Marconi war unvorsichtig, denn mit der Preisgabe seiner Erkenntnisse glückten in Berlin plötzlich eigene Funkversuche, die Professor Slaby mit seinem Assistenten Graf von Arco durchführte. Ein Jahr später glückten auch die Funkversuche des Professors Ferdinand Braun, dem Erfinder der Braunschen Bildröhre. Träger für ihre Versuche fanden die Pioniere bei den Berliner Elektrokonzernen. Braun gründete mit Siemens und Halske eine Gesellschaft für Funktelegraphie. Das Funksystem Slaby-Arco wurde von der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft unterstützt. Während Marconi mit seinen Versuchen zügig vorankam, lieferten sich die Firmenbosse Wilhelm von Siemens und Emil Rathenau nur heftige Konkurrenzstreitigkeiten. Kaiser Wilhelm drängte die beiden Streithähne dazu, ihre Funkabteilungen zusammenzulegen. Und er hatte Erfolg. Beide Elektrogiganten gründeten 1903 in Berlin ihre Gesellschaft für drahtlose Telegraphie. Eine Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft, deren Leitung Graf von Arco übernahm. Sein Funksystem taufte Arco auf den Namen Telefunken. Die Mieträume in der Kreuzberger Wesselstraße wurden bald zu klein. Eine Ecke weiter in der Lindenstraße bezog man größere und auch neue Mitarbeiter. Einer der neuen war Hans Bredow, der spätere Vater des deutschen Rundfunks. Mit Umzug zum Tempelhofer Ufer wurden endlich die Großfunkversuche eingeleitet, die außerhalb Berlins ihren Anfang nahmen. Das spezielle Versuchsgelände hatte man bei der Stadt Nauen gefunden. In einem für die Wellenausbreitung günstigem Feuchtgebiet entstand auf einem Pachtgrundstück Telefunkens erste Großfunkanlage. Die Anlage wuchs bis 1920 zur größten Nachrichtenstation der Erde. Erst Jahre nach der Teilung Deutschlands begann Ostdeutschland auch hier mit seinem Nachrichtenfunk. Aber nicht nur das. Gleich nebenan entstand noch eine Sendestation für den Auslandsdienst Radio Berlin International, das Pendant zur Deutschen Welle. Die gut bewachten Anlagen waren nicht nur für uns Westberliner von Telefunken tabu. Doch dann kam die Wende. Ein Auftrag für Telefunken führte mich zum ersten Mal hierher. Die Funkstation war der Deutschen Bundespost zugeordnet und das hier ausgestrahlte Programm Radio Berlin International durch jenes der Deutschen Welle abgelöst worden. Dazu kam noch die Halbierung der Funkmannschaft hier. Die Auftragssache führte mich damals mit dem Chefingenieur der Station zusammen. Bei den häufigen Stromausfällen musste das eigene Elektrizitätswerk einspringen. Zwei russische Dieselgeneratoren lieferten eine Leistung von 8 Megawatt, die auch noch für die Stadt Nauen ausreichte. Das sogenannte Kurzwellenzentrum hatte 4 Sender mit zusammen 1,6 Megawatt Sendeleistung. Den ersten 500 Kilowatt Sender bezog man 1972 von der Schweizer Braun Boveri. 2 weitere Großsender wurden später aus der Sowjetunion bezogen.